Harvest Moon, Harvest Moon. Es ist Zeit zu ackern in Harvest Moon. Abbauen, pflegen, all das tun wir in Harvest Moon. Ja. Moin Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Harvest Moon Back to the Nature. Ich habe mich jetzt übrigens dazu entschlossen, nur noch 2 Tage pro Folge zu machen. Eine fände ich ehrlich gesagt ein bisschen wenig, ein Tag. Und 3 sind anscheinend ein bisschen zu viel, weil, ne, die Folgen wurden halt ein bisschen länger. Jeden Dienstag ist es Zeit für die dedikate Stunde. Mein Name ist Naru und ich stelle Ihnen in dieser Kochsendung jede Woche ein neues Gericht vor. Unser heutiges Gericht ist Nudeln. Zutaten: Mehl. Sie können nach Belieben Fisch, Gemüse und andere Zutaten dazugeben. Nudelholz, Topf, Messer, Gewürzen abschmecken. Dong, 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 ding. Fertig. Dann wollen wir mal kosten. Schlürf, schlürf, mampf, mampf. Delikat. Bis nächste Woche. Ja, bis nächste Woche, würde ich dann sagen. Okay. Gut. Da. Ich teste übrigens momentan was, falls das schon Leuten aufgefallen ist. Hallo, May. Geht's um Hendrik? Hey, Shiro, Hannah hat Junge bekommen. Komm vorbei. Ja! Endlich! Leitara ist Vater geworden! Nein, noch nicht. Mit den Welpen wird es noch eine Woche dauern. Ach, schade. Du bist jedoch zu einem guten Zeitpunkt gekommen. Ich glaube, Leitara möchte wieder nach Hause. Nehm ihn wieder mit zurück. No. Aber Leitara, du wirst Vater! Das ist doch schön. So, ist er schon wieder hier? Ja. Okay, er ist sogar draußen. Das kann man nämlich mit der Pfeife gut überprüfen. Hallo, Leiti! Ich weiß jetzt aber gerade nicht, wo Dia ist. Ich habe das mal eben schnell verkauft. Ja, die werden wir finden, werden wir das alles gleich machen, draußen bestimmt. Jetzt groß nach hier suchen wir Schwachsinn. Also, Namara. Ey, stehen bleiben. Na, kleiner Cubie. Dann natürlich Janinchen. Ich weiß, ich habe das einmal hingekriegt, da habe ich sie angesprochen und gebürstet. Und das fast zeitgleich. Mist. Ich weiß nicht mehr, welche Reihenfolge ich das getan habe, um ehrlich zu sein. Egal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Das war gut, Shiro. So, Janina, ich würde dir gerne hier das Heu reintun. Dich habe ich schon angesprochen, ne? Ja, das ist QB. Genau, Olli. Dann du. Hey. Genau, Stress gemacht. 13 Tage. Erst mit deiner Milch, dann kannst du ruhig weiterlaufen. Danke. So, nochmal 5, 6, 7, gut. Ich muss nochmal eben kurz das tägliche überprüfen. Gut, meinen Tieren geht soweit gut. Okay. Gießen. Ab ins Gewächshaus, Leute. Ach, ich habe ja beim letzten Mal gar nicht geguckt, wie viel Geld ich hatte. 35.000. Ja, ich schätze mal, das lässt sich sehen. Ey! Bleib stehen. Da haben wir einfach mal 35.000. Für 21. müssen wir dem Bürgermeister Mais vorbeibringen. Der 21.
Ich muss unbedingt dran denken. Ich sehe es jetzt schon kommen, dass ich das total vergessen werde. Oh Gott. Vielleicht sollte ich morgen ein bisschen mehr Harvest Moon aufnehmen, dass ich da auf jeden Fall dran denke. Oh. Egal. Das schaffe ich schon, Leute, das schaffe ich schon. Bin ja schon groß. Okay, theoretisch könnte hier was fertig sein. Und so ist es auch. Und der Laden hat heute sogar zu. Dementsprechend ist es gut, dass wir noch die Saat haben. Morgens wieder Sonne, ne? Ich mag das nicht. Dass momentan so viel Sonne ist. Aber für den Sommer werden wir nicht mehr ganz so viele Felder machen. Naja, also das, weshalb wir jetzt halt so an den Ende unserer Kräften sind, sind ja die Blumen. Na, wenn die Blumen nicht wären, wären die Felder gar nicht so viele. Weil das sind nun mal 10 Felder. Ich brauche die Blumen halt. Aber wir dürfen ja eh bald fertig sein. Sind 30 Stück drin. 1, 2, 3, 4. Also es wundert mich ja, dass ich überhaupt nicht verschlafen habe, ne? So. Na, kleine Leitara? Du kannst jetzt schön wieder auf meine ganzen Holzteile aufpassen, auf meinen Zaun. Brauchen wir natürlich noch Mayonnaise. Ja, Mayonnaise. Vier. Fünf. Sechs. Also ich muss mir wirklich mal ein paar Tage nehmen und dann die ganzen Sachen nicht verkaufen. Dass ich einfach mal einen Vorrat im Kühlschrank habe. Irgendwie möchte ich immer gerne das Geld haben. Auch wenn wir eigentlich kein Geldnot mehr haben. Aber, naja. So ist das halt. Ich bin eine kleine Perfektionistin. Immer noch 10 Fische. Sie sind doch schon, haben sie doch schon vermehrt, soweit ich weiß. Ansonsten momentan haben wir eh nicht die Ausdauer dafür. Okay, dann hole ich mir eben die Erzeugnisse. Sollte ich jetzt langsam echt mal wieder in den Kühlschrank tun. Weil wir halt nur im Frühling an diesen Sachen kommen. Aber wir haben ja immer noch Mitte des Monats, also. Mein Lieblingsziel ist es ja, später alles auf 99 zu haben im Kühlschrank. Alles. Das dauert. Also ich werde wahrscheinlich ab nächstes Jahr dann, werde ich die Erzeugnisse, die man halt draußen findet, gar nicht mehr verkaufen. Weil dann werden wir auf jeden Fall keine Geldnot mehr haben. Mm-mm. Aber selbst wenn man keine Geldnot hat, würde ich trotzdem was anbauen. Weil man muss halt alle Sachen, die man jetzt halt so kaufen kann, müssen wir bestimmt auch verkaufen. Und dann können wir nämlich neue Saat freischalten. Das finde ich ganz interessant. So. 15. Und 30. Und 45. Oh, wir haben da ja noch was. Ups. 60. 63.
lesen wir eben weiter. 81, glaube ich. So, das hier noch einmal machen. Bewegst du bitte den Hintern, die Zeit vergeht, wenn du dir die Stirn abwischst. Danke. Ne, Leiter. Im restlichen Rüben verkaufen. Weil wir es können. Oh! Gut, dass ich nochmal reingehe. Ich habe die Hühner vergessen zu füttern. Ups, ja, das wäre fast fatal geworden. Upala! Ja, da hätte ich mich aber gefreut. Entschuldigung, kleine Hühnchen. Das war natürlich nicht so gemeint. Hier, euer Futter. Ich habe euch natürlich nicht vergessen. Das war nur ein Test, ob ihr das merkt. Entschuldigung. Oh Gott, habe ich fast die Hühner vergessen zu füttern. Okay, ich habe es vergessen zu füttern, aber... Ah, gut, dass ich das noch recht gesehen habe. So, wieder mal 15. Das war so knapp. Ich wollte eigentlich gar nicht mehr reingehen. 30. Oh Mann. 39. 48. 57. Ah, die Blumen sind noch nicht fertig. Bau, bau, bau. Zu früh losgelassen. Zwar nur ein ganz kleines bisschen zu früh, aber zu früh. So, wie viel noch? Okay, noch einmal. So. Na, dir allein. Müssen wir wahrscheinlich nur eine Kleinigkeit essen. Wir haben ja noch so viele vor uns. 27. 36. Oh ja, wir müssen auf jeden Fall was essen jetzt. Weil das schaffen wir nicht mehr alles. Nicht mit dir. Nicht mit dem Energielevel. Moment. Kann ich was kochen? Hab ich von irgendwas genug da? Ach ja, ich dürfte was anderes jetzt machen können. Und zwar... Genau, das war nur das. Nein. Nicht den, sondern den. So. Ja. Trüffelreis. Gut. Ja, ein paar Gerichte weiß ich noch im Kopf, diese ganz einfachen, ne? Die ja wirklich nicht schwer sind. Ich meine, das könnte sich jetzt jeder merken. 75. 90. 99. So, hier würde ich jetzt wieder ab hier starten. Sonst müssen wir wieder und sonst gleich Energie verschwenden. Genau, weil es bleiben drei Felder übrig. Ja, jetzt sind wir nur außer Atem. Wir müssen ja noch die Felder gleich hinsehen. Dementsprechend ist das schon gut so. Der Trüffelreis bringt also auch ein bisschen was.
Ich habe früher nie mit den ganzen Gerichten gearbeitet. Es war für mich immer nur Nebensache. Aber wenn du so viel anpflanzt wie ich jetzt hier, dann brauchst du das tatsächlich. Ich finde es ganz cool, mal mit diesen ganzen Sachen auch zu arbeiten. So. Ich brauche mal eben die Bürste wieder. Gute Nacht. Bis morgen früh, meine Süßen. Ich glaube, ich nehme das jetzt mal am Stück auf. Sonst immer mache ich einen Cut zwischen den Folgen, also zwischen den Tagen. Aber wenn die Tage nur so kurz sind, dürfte es eigentlich auch im Stück gehen. Machen wir jetzt einfach mal am Stück. Na, 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 na. Schlafen gehen. Na, 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 na. Ah, aufstehen. Na, 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 na. Wir haben nicht verschlafen. Was ist denn morgen für ein Wetter? Sonne! Das heißt, wir können unsere Tierchen draußen lassen. Und wir haben keinen Feiertag. Was haben wir morgen für einen Feiertag? Ach, Pferderennen. Morgen ist das Pferderennen, Pferderennen, Pferderennen. Morgen ist das Pferderennen, Pferderennen. Oh, hallo. Hallo? Hallo, Shiro. Morgen findet auf dem Dorfplatz das Pferderennen statt. Wirst du mit deinem Pferd teilnehmen? Ja, habe ich vor. Tschüss, Dia. Dann werde ich dir für dich hinführen. Das Rennen beginnt um 10 Uhr. Aber morgen oder nicht? Ja. Ja, weil der wird mir jetzt einfach einen Tag früher weggenommen. Finde ich auch geil. Das heißt, wir können uns heute nicht um dir kümmern. Oh Gott. Große Ernte, Leute! Seriously? Was ist denn hier drin los? Ich sollte Mara aber eventuell noch nicht scheren, weil ich weiß gerade nicht, wann das Schaffest ist. Ich lasse Mara jetzt erstmal noch die Wolle drauf. Entschuldigung. Ich kann ja notfalls auch morgen noch Mara scheren. Das ist QB. Das hier müsste Mara sein. Nasahe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na du? So. Danke für deine Milch. Danke für diesen... Warte, du bist jetzt Mara? Ja, du bist Mara. Gut, das heißt, dich kann ich scheren. Oh, guck mal, eine kleine Babywolle vom QB. Ist das nicht süß? Er ist so süß und unschuldig noch. Ja. Süß und knuddelig. Na? Rein da. Dankeschön. Wir müssen heute aber auf jeden Fall neue Saat kaufen dann. Wenn die Tüften schon wieder fertig sind. Tüften, mein Schatz. Kartoffeln, man stampft sie, man kocht sie, man tut sie in die Suppe. Oh Gott, das heißt, morgen sind die Rüben fertig, ne? Oh Gott, das wird morgen ein stressiger Tag. Das ist tatsächlich einer der Tage, wo man dann überlegen kann, ob man tatsächlich nur die Saat gießt und alle anderen Pflanzen mal einen Tag stagnieren lässt. Einfach, weil das sonst zu viel ist. So, mal eben hier den Korb mitnehmen. So, wieder hier rein. Hallo, meine Hühnchens! Heute füttere ich euch mal von Anfang an, ne? Was haltet ihr davon? Findet ihr das eine gute Idee? Ich danke euch übrigens für eure Eier. So. Oh Mann, bald ist das nächste Hühnerfestival. Ich bin ja mal gespannt, wie lange morgen meine Aufnahmesession für Harvest Moon wird. Wegen dem Pferderennen. Also,
Ich sag euch jetzt schon mal, es kann passieren, dass ihr das Pferderennen nicht beim ersten Mal gewinne. Das heißt aber nicht, dass ihr dann 50 Mal den Tag sehen müsst. Ich werde euch dann einfach immer nur, also ich werde den ersten Tag ganz normal spielen und wenn ich es dann nicht schaffe, dann schneide ich euch praktisch den zweiten Versuch hinten dran. Und wenn ich es dann immer noch nicht schaffe, halt den dritten Versuch. Ich muss mal gucken, wie lange ich dafür morgen brauche, weil ich möchte da unbedingt gewinnen. Man kriegt halt was dafür. Das möchte ich gerne haben. Oh ja. Jetzt haben wir Glück und ich kriege das alles beim ersten Mal hin. Ich weiß es nicht. Es ist ewig her, dass ich das Pferderennen gespielt habe. Ich weiß nur, dass ich beim Hühnerfestival habe ich es fast am ersten Tag geschafft und dann war es irgendwie der vierte Versuch oder so. Das habe ich im Stream, glaube ich, gespielt. Es müsste eine Harvest Moon-Folge geben, die ist... Die wird keiner von euch ansehen, die kann ich auch verstehen. Die ist 7 Stunden lang, weil es der Stream war. Ja, Leute. Und ich wollte es erst cutten. Und dann ist was Blödes passiert. Und zwar ist das mitten bei dem Prozess halt abgeschmiert, das Programm. Und ich habe da halt schon echt lange dran gearbeitet gehabt. Und dann hatte ich keinen Bock mehr, das nochmal zu machen. Weil ich einfach so durch war. Und dann habe ich gesagt, okay, dann lade ich es halt am Stück hoch. Weil das Schöne ist ja auch an YouTube, du kannst ja Videos einfach auf Pause machen und später weitergucken. Nur machen das die wenigsten. Die meisten gucken sich das dann tatsächlich am Stück an, wenn sie ein Video gucken. Ich mache das total häufig, dass ich ein Video nicht komplett gucke. Und erst später weiter gucke. Einfach, weil du nicht alles gucken kannst, dann gleich. Ja? Das ist gerade ein bisschen doof, was ich mache, ich weiß. Ist mir auch gerade aufgefallen. Aber ich wollte gerne jetzt einmal hier meine Gießkanne leer machen. Ach, scheiße. Das war das Dümmste, was ich hätte tun können, echt. Egal. Alter. Ich möchte gerne einmal Gurken für meinen Kühlschrank haben. Und einmal Tüften für meinen Kühlschrank. Die tue ich mal eben als erstes weg. Weil die Powerberry durch die Gurken haben wir ja schon. Ich weiß gar nicht, ob da noch mehr passiert, wenn wir da noch mehr Gurken reinschmeißen. Müsste ich mal ausprobieren. So, Powerberries auf... Oh, Tüften habe ich schon. Okay. Gut, dann brauche ich auch keine Tüften mehr. Okay. Das heißt, den Rest kann ich tatsächlich verkaufen. Finde ich gut. Was? Oh. Ach so. Total vergessen. Total vergessen. Ja, und bereits abgeliefert. Ja, weil du mir gerade in den Rachen gesteckt hast. Ja, Leute. Energiebeere. Das heißt, wir müssen jetzt 7 da drin haben, ne? Ja. Wir kriegen immer mehr Ausdauer. Finde ich gut. Oh Gott sei Dank. Manchmal reagiert die Taste nicht richtig. Das finde ich ein bisschen doof. Manchmal verstehe ich nicht ganz, warum er so hüpft, wie er hüpft. Wir müssen unbedingt auf die Zeit achten, weil wir noch zum Laden müssen. Schöne Blümchen. Aber noch sind sie nicht fertig. So, alles schön hier rein. Alter. Also manchmal macht er Sachen, wo ich nicht weiß, warum er die macht. So, ich muss mal kurz gucken, wie voll der ist. 30. So, wieder rein. Verkaufen wir mal eben hier. Hauptsache in einem Haus drin, ne? In welchem ist es tatsächlich egal? Tjum. Aber ich liebe Harvest Moon einfach über alles, Leute.
damit haben wir jetzt 4 Felder fertig. Ey. Ich meine, der Laden hat bis 17 Uhr auf. Alter. Alter. Ey, ich hasse das, ne, wenn der hier Sachen tut. Alter. Genau, hüpf noch weiter rum. Okay. Manchmal ist es tatsächlich sinnvoll, nicht zu sprinten, weil man einfach so wenig Kontrolle über den Typen hat, wenn er sprintet. Alter. Okay. Wir sind jetzt also bei 27. Alter. Nein! Ich weiß, Leute, ich achte auf die Zeit. Aber eigentlich dürfte ich nicht über eine Stunde zum Laden brauchen. Es ist trotzdem gerade richtig risky, was ich hier tue, ich weiß. Weil das wird knapp. Oha, scheiße. Ich hoffe, ich habe mich mit dem 5 Uhr mit dem Laden nicht geirrt. Zumindest habe ich jetzt fast alles verkauft. Die anderen beiden Gurken verkaufe ich halt morgen. Also für morgen. Also theoretisch hat man halt die Zeit, es noch zu verkaufen. Das Problem ist nur, dann komme ich nicht rechtzeitig zum Laden. Da muss man überlegen, was dann wichtiger ist. Das Nachpflanzen oder die Gurken. Und da ist mir das Nachpflanzen wichtiger. Okay, renn, Shiro, renn. Da hat, glaube ich, gerade die Facecam kurz gesponnen. Muss ich mir unbedingt gleich mal in der Bearbeitung ansehen. Also es kann sein, dass kurzfristig eben die Kamera weg war. Hey Karin, was ist los? Oh, hallo Rick. Nichts Besonderes. Nichts? Warum gehst du nicht ins Haus? Meine Eltern streiten sich drin. Das heißt, meine Mama schreit meinen Papa an. Warum verhinderst du das nicht? Dein Papa tut mir leid. Ich sehe ihn manchmal in der Klinik. Ich bleibe nicht draußen, weil sie streiten. Ich bleibe draußen, weil es mir peinlich ist, wenn sie sich küssen und sich wieder vertragen. Oh ja, bei meinen Eltern ist es ähnlich, aber Papa ist jetzt schon seit Jahren fort und sucht nach Arznei für Mama. Komm doch mit rüber zu mir. Du kannst später nach Hause gehen, wenn sie da drinnen fertig sind. Danke, das mache ich. Oh, wie süß! Aber weißt du, das interessiert mich herzlich wenig. Ich möchte was kaufen. Also ich unterbreche jetzt deine Eltern dabei, okay? Ja, deswegen bin ich ja hier, weil ich weiß, was da drin ist. Immer diese ewig lange Text, ne, der 5 Jahre geht. Kartoffeln. 6 Stück hätte ich gerne. Gerne. Ja, ich weiß, dass ihr immer was da habt. So, ab nach Hause. Ah, Karin, Karin. Die ist schon ein bisschen prüde, ne? Könnte man sagen. Wenn sie sowas stört, ist sie jetzt echt ein bisschen prüde. Hätte ich ihr gar nicht zugetraut. Die arme kleine prüde Karin. Ich glaube, der ist auch noch nicht fertig. Ey, nicht zurück. Dahin. Da, 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 da. Oh, wir müssen noch gießen. Aber alles müssen wir auch nicht mehr gießen, ne? Oh, das wird lustig, wenn wir morgen verschlafen. Also sollte es sein und ich verschlafe morgen, dann sage ich jetzt schon, dass ich nur die Saat gießen werde. Ah, fuck, wir hätten mal neue Rübensaat kaufen sollen, ne? Weil ich glaube, die ist morgen fertig. Ah, egal.
dann eh egal. Ach Gott. So, wie viel Wasser ist da drin? Okay, ich muss also eh Wasser aufholen. Hallo. Meine Güte. Mal eben hier verkaufen. Zack. Und jetzt nochmal eben schnell gießen, Leute. Manchmal habe ich das Gefühl, dass es dann sich auffängt, wenn das so lange braucht zum Laden. Das ist mir bei meiner PlayStation 1 sehr oft passiert damals, dass sich das dann aufgehangen hat. Aber ich spiele halt mit Emulator. Eigentlich dürfte das hier nicht passieren. 30. 39. 48. 57. 66. 75. 84. 93. Wasser holen. Dö, dö, dö. Dö, dö, dö. So. 9. 18. 27. 36. 45. 60. Oh, guck mal, Leitara schläft. Lass ihn uns wecken. Aber der müsste sich gleich wieder hinlegen, ja. 75. Sollst aber auf meinen Hof aufpassen, ne? 90. Dann einmal hier die 99 machen. 9. Wir haben uns noch gar nicht hingesetzt, ne? Das ist echt so viel, was die Powerberry ausmacht. Jetzt erst das Gesicht abwischen? Seriously? Alter, was die Powerberry ausmacht. Problemlos können wir die alle jetzt gießen. Also wenn es nicht so schon so spät wäre, könnten wir sogar noch Unkraut jäten. So, Leute. Aber bevor der nächste Tag nämlich automatisch startet, das passiert nämlich, wenn es zu spät wird, sollte ich einmal schnell schlafen gehen. Und es wird so fatal werden, echt. Es wird so fatal werden. Aber egal, Leute. Weil morgen ist das Pferderennen. Ich bin einmal gespannt, ob wir verschlafen oder nicht. Also, Leute, verpasst das nicht. Denn morgen werden wir um den Sieg kämpfen. Wer das schnellste Pferd hat. Und wir werden gewinnen. Nur wie lange wird das dauern? Und werde ich am Ende total verzweifelt sein und doch das Handtuch werfen? Das alles seht ihr morgen bei Harvest Moon. Also seid dabei. Bis morgen. Ciao.